Herzlich willkommen. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie das geht, eine Aufgabe in Teams zu erstellen. Ich beginne wie immer auf der Portalseite, tippe auf Teams und ich werde sofort weitergeleitet, weil ich vorher eingeloggt war zu meinem richtigen Team. Bin Klasse 4EF und möchte jetzt eine Aufgabe erstellen. Hier sehe ich im Kanal Allgemein 1, 2, 3, 4, tippe mal auf Aufgaben und kann hier, wie man hier sieht, entweder die bereits in der Vergangenheit zugewiesenen sehen, die brauche ich im Moment nicht. Ich kann einfach eine neue erstellen, ein neues Quiz. Ich kann welche, die ich bereits gemacht habe, mal aussuchen. Ah, das habe ich vorher gemacht, das werde ich dann gleich auswählen über Australien und tippe mal auf Weiter. Hier sind sämtliche Details. Ich kann zum Beispiel schreiben, bis wann Sie das machen sollten. Und ich werde einfach die Zeit einmal eingeben. Sie sollten es bitte bis 15 Uhr am Mittwoch machen. Alle Schüler in diesem Team werden das bekommen. Und ich kann es einfach ganz bequem dann zuweisen. Wenn ich will, kann ich seine Kategorie mal hinzufügen. Ich mache mal die Kategorie Englisch, damit Sie sich auskennen. Und tippe mal auf Zuweisen. Und sofort haben die Kinder und Jugendlichen das bei sich in Teams und haben die Benachrichtigung bekommen, dass sie das machen müssen. Mehr ist es nicht. Herzlich willkommen!